Moin Moin und herzlich willkommen aus meinem neuen Studio in Osnabrück. Dieses Mal auch mit, wie ich hoffe, besserem Ton. Vielen Dank für das Feedback zu meinem letzten Video. Ich versuche hier immer eure Anregungen aufzunehmen, um tatsächlich von Mal zu Mal besser zu werden. Jetzt also mit Ansteckmikrofon und der Hoffnung, dass dadurch der Ton etwas besser ist. In diesem Video möchte ich auf zwei Themen eingehen, die mir besonders wichtig sind. Zum einen, die Urheberrechtsdebatte ist zurück. Und zum anderen, die CSU ist das erste Mal auf YouTube. Fangen wir vielleicht mit der Urheberrechtsdebatte an. Ihr wisst, innerhalb der Urheberrechtsreform wurde nicht nur über Uploadfilter geredet, sondern es ging auch um das Presseverlegerleistungsschutzrecht oder kurz Leistungsschutzrecht oder noch kürzer LSR und soll dafür sorgen, dass große News-Aggregatoren für die Verwendung von kurzen Textauszügen aus Presseerzeugnissen eine Gebühr zahlen, und das ist in der Regel Google an Verlage. Das Ganze gibt es schon in Deutschland, ist da relativ gescheitert. Ich will die ganze Debatte hier nicht nochmal aufmachen. Aber dieses Thema ploppt jetzt gerade wieder auf. Und das Ganze ist einigermaßen brisant, denn in wenigen Wochen entscheidet der Europäische Gerichtshof final über das Leistungsschutzrecht nach bisheriger Rechtslage. Und kurz vor diesem Urteil hat die VG Media, also die Verwertungsgesellschaft Media, in der insbesondere die privaten Presseerzeugnisse vertreten sind, die gute Idee gehabt, eine Kampagne zu schalten. Das wissen wir, weil netzpolitik.org einen Brief öffentlich gemacht hat von der VG Media an Verlagshäuser. Und da wurden andere Medien aufgefordert, aus der vorgefertigten Kampagne doch Anzeigen und Spots zu schalten, egal ob im Radio, im TV, online, offline. Und die vorgefertigten Infomaterialien findet man übrigens auch auf der Internetseite Gerechtes Netz. Und das ist insofern problematisch, als dass dort Verlagshäuser oder Redaktionen Inhalte übernehmen, die sie nicht selber erstellt haben, sondern die VG Media. In dem Brief der VG Media steht unter anderem drin, dass man Richter, Beamte und auch Politiker ertüchtigen möchte, um mit Informationen zum Leistungsschutzrecht versorgen möchte. Und dieses Ertüchtigen könnte man auch verstehen, als wir möchten euch nochmal ganz deutlich sagen, hallo, das ist unser Standpunkt und da wir eine große Reichweite haben, können wir das auch so machen. Das ist das Problematische, finde ich, an der Debatte. Die Kampagne der VG Media ist in drei Phasen laut dem Schreiben aufgeteilt. Und in der letzten Phase möchte man insbesondere die Schutzbedürftigkeit von Kindern und Jugendlichen ins Internet stellen. Also die Kampagne ist darauf ausgerichtet, über Datenschutz zu sprechen, über Steuervermeidung von großen Digitalkonzernen zu sprechen. Das sind übrigens wirkliche Probleme, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber mit keinem Wort soll darüber gesprochen werden, dass es eigentlich um das Presseverlegerleistungsschutzrecht geht. Nach der finalen Abstimmung der Urheberrechtsreform hatte ich mir ehrlich gesagt gehofft, dass wir bei der Diskussionskultur etwas weiter sind und jetzt tatsächlich dann auch mal über echte Interessen sprechen und wir dann sozusagen auch von Seiten der Lobby, und das ist ja völlig in Ordnung, seine Meinung kundzutun, Argumente in der Sache zu bekommen und nicht mit anderen Themen sozusagen zu argumentieren. Ich hätte es richtig gefunden, wenn die AG Media sagt, okay, uns geht es ums Leistungsschutzrecht, uns geht es ums Geld und uns geht es nicht darum zu behaupten, dass wir Datenschutz, dass Google zum Beispiel Datenschutz nicht ernst nimmt. Dahinter wird sich allerdings leider versteckt. Und da muss man deutlich sagen, wenn man zum Beispiel die Website bild.de besucht, da findet man ganz viele Tracker drauf, die unser Daten, unser Verhalten auch analysieren, übrigens auch personenbezogene Daten sozusagen speichern. Jedenfalls, wenn man den Browser Klicks zum Beispiel benutzt, wird einem da oben eine kleine Anzahl angezeigt, wie oft personenbezogene Daten sozusagen nicht übertragen wurden. Interessanterweise hat den Klicks-Browser das Verlagshaus Burda mitentwickelt. Ich hätte mir erhofft, dass wir nach der Copyright-Debatte deutlich weiter sind und wir von Lobbyisten endlich mal gesagt bekommen, was wirklich ihr Interesse ist und man sich nicht versucht, hinter anderen Interessen zu verstecken. Das haben wir leider nicht gesehen. Und das Zweite, worüber ich mit euch reden möchte, ist die neue Kommunikationsoffensive der CSU auf YouTube. Und das Ganze heißt CSU und wird von Armin präsentiert, der in großer Heiterkeit über politisch aktuelle Themen spricht. Ich finde, das Ganze ist sehr professionell geschnitten. Mir persönlich ist es ein bisschen zu viel. Da hat jeder seinen Stil und ich glaube ja, dass man auf YouTube möglichst authentisch sein muss. Und wenn die CSU meint, das ist so ihr Style, so flippig, so modern, so viel durcheinander zu sein, dann ist das okay.
Ich glaube, irgendwie hat dieses ganze Format mit der CSU relativ wenig zu tun. Aber ich freue mich tatsächlich, dass auch ja, die politische Konkurrenz in Anführungszeichen jetzt auf YouTube aktiv wird. Denn am Ende des Tages geht es ja tatsächlich um den Dialog. Lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr glaubt oder wie ihr das neue CSU-Video einschätzt. Ob das eine gute Idee ist, so ein Format zu machen. Ich glaube ja, dass man aus einer guten Idee, auch wenn sie am Anfang vielleicht etwas schlecht umgesetzt ist, noch was Gutes machen kann. Ich habe mich ja auch massiv weiterentwickelt, dank eures Feedbacks insbesondere. Seid ein bisschen nett zur CSU und helft ihr mit eurem Feedback tatsächlich ein Angebot zu schaffen, bei dem man sich dann auch informieren kann, vielleicht auch über Themen, die man anders sieht. Mir ist allerdings auch inhaltlich ein bisschen was sauer aufgestoßen. Es sind einige Sachen drin, die deutlich verkürzt sind. Ich will vielleicht auf zwei Dinge eingehen. Zum einen greifen sie Gretas Segeltörn in die USA auf mit der beliebten Aussage, naja, wenn sie mit dem Flugzeug geflogen wäre, wäre sehr viel weniger CO2 entstanden als bei ihrem Segeltrip. Ich will da gar nicht drauf genauer eingehen, das könnt ihr bei der CSU nochmal nachgucken oder auch bei der Bild. Aber ich will nur eins sagen, dieses Argument ist irgendwie ein Scheinargument. Es geht ja jetzt nicht um die Reise, sondern es geht darum, dass wir in einer dramatischen Situation sind, wo der Regenwald brennt, die CO2-Senke, die größte CO2 oder eine riesige CO2-Senke, die wir haben, das heißt ein Wald, der CO2 aus der Luft rausnimmt und bindet, wird gerade von einem Präsidenten durchlöchert, die grüne Lunge wird durchlöchert von einem Präsidenten, der ja Profit für die insbesondere Soja, aber insbesondere auch die Viehhalter rausschlagen will. Ich finde, darauf hätte die CSU eingehen müssen und nicht darauf, ob eine 16-Jährige mit dem Segelschiff oder mit dem Flugzeug in die USA fliegt. Und ein zweites Thema, sie setzen strukturell Links- und Rechtsextremismus gleich. Da gibt es übrigens auch von der Bundeszentrale für politische Bildung eine ganz gute Aufarbeitung, warum Links- und Rechtsextremismus strukturell etwas völlig Unterschiedliches sind und wir einen gefährlichen Fehler begehen, das gleichzusetzen. Das verlinke ich euch unten nochmal. Also, ich glaube, dass der Beitrag der CSU auch auf YouTube stattzufinden eine, ja, gute Idee ist und ich glaube auch, dass Politik viel mehr auf YouTube stattfinden muss. Ich glaube aber, dass das Format wenig authentisch ist und am Ende des Tages auch politisch eher populistisch unterwegs ist. Und sie wollten das ja auch so ein bisschen als Antwort auf Rezo verstanden haben. Und da muss ich ehrlich sagen, das war alles andere als eine Antwort auf Rezo, denn Rezo hat sich tatsächlich mit Quellen auseinandergesetzt und die auch öffentlich gemacht. Das war mein Wort zum Sonntag. Ich schneide das jetzt einfach quick and dirty sozusagen zusammen und hau das gleich noch raus. Lasst mich gerne wissen, ob euch dieses Wort zum Sonntag gefallen hat oder nicht. Lasst mich gerne auch wissen, was ihr zu der Kampagne der VG Media sagt. Lasst mich auch gerne wissen, was ihr von CSU-U haltet. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo für den Kanal, wenn es euch besonders gut gefallen hat. Und pack jetzt meine Sachen, denn morgen am 2.9. Montag geht es endlich wieder nach Brüssel. Und wenn ich schaffe, melde ich mich am Donnerstag von da aus wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao.